Hallo, willkommen im Wald. Heute möchten wir mit euch mal eine Astgabelsumse bauen. Wie so eine Astgabelsumse aussieht, könnt ihr hier mal sehen. Man kann einen Käfer, Biene, Hummel bauen. Und wie wir die herstellen, das zeigen wir euch jetzt. Wir benötigen eine Astgabel, ein Stück Holz für das Handstück, Pappe, Schnur, mindestens einen Ballon, und verschiedene Farben. Als Werkzeuge braucht ihr eine Schere, ein Messer. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Zuerst müssen wir die Astgabel einkürzen. Beiden Seiten. Dann müssen wir das lange Stück spalten. Da müsst ihr aufpassen. Vielleicht kann euch da jemand dabei helfen. So, ich zeig's mal. So einspalten. Nächster Schritt. Hier vorne in dem Bereich eine kleine Kerbe, da soll später die Schnur befestigt werden. So soll euer Stück dann aussehen. So abschrägen die Enden und hier unten diese Richtung abschrägen. Da kommt nachher der Luftballon drüber. So, wenn ihr das gemacht habt, wäre der nächste Schritt einen Käfer aufmalen. Ich male mal einen Marienkäfer. Wenn ihr den aufgemalt habt, den Käfer ausschneiden, mit Wachsmalstiften anmalen, dann haben wir die Astgabel fertig und den Käfer. Dann müsst ihr euren Luftballon nehmen. Wir schneiden zwei Teile. Aus dem Hals des Luftballons. Und ein Teil etwa aus der Mitte von dem größeren Teil des Luftballons. Diese drei Teile brauchen wir. Dann nehmt ihr das erste Teil von dem Luftballon, von dem Hals. Macht das hier über eure Astgabel. Schiebt das ganz nach hinten. Dann klemmen wir die Pappe in die Astgabel ein, nehmen das zweite Stück vom Luftballon vom Hals machen das vorne drum. Und schon ist die Pappe in der Astgabel fixiert. Als nächsten Schritt knüpfen wir die Schnur an die Astgabel. Gut festknoten, darf sich nicht lösen. Jetzt fehlt uns noch der Gummi, der etwas länger ist. So muss das aussehen. Dann ist ganz wichtig, dass die Astgabelsumse nicht länger ist wie euer Arm. Ans Ende machen wir eine Schlaufe. Sie soll nicht ganz so groß sein. Denn wir machen uns noch ein Handstück, wo die Schlaufe reinkommt. Dafür nehmt ihr ein Stückchen Holz, einen Ast,
kerbt ihn ein und schnitzt immer kleine Späne. Wichtig, immer hier die Seite oben, die kurze Seite gerade, von dem langen Stück schräg schneiden. Das ist ganz wichtig. So, wenn ihr damit fertig seid, die Schlaufe hier einhängen und schon ist unsere Astgabelsumse fertig. Und so hört sie sich an. Am ausgestreckten Arm kreisen lassen. Viel Spaß dabei!